Ich glaube, du bist da auf der richtigen Spur und die Spur geht dorthin, dass du für dich strategisch entscheiden musst, möchte ich eigentlich den Besten nehmen, den ich gerade finde, so ähnlich wie das beim Football im NFL-Draft passiert, oder möchte ich sozusagen den, also möchte ich nur die Besten nehmen. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, weil bei dem einen landest du dann immer wieder mal bei mittelmäßigen Mitarbeitern. Und da gibt es ein paar Leute, die ich jetzt leider nicht beim Namen nennen kann, die der Meinung sind, du darfst immer nur das absolute Top der Leute nehmen und nicht einfach irgendwelche Mitarbeiter, weil das einfach zu schlecht ist. Auch in dem Artikel ist ja ein Beispiel gebracht, wo ein Konzern oder vielleicht kann man bei 700 Mitarbeitern noch gar nicht vom Konzern sprechen, über eine Milliarde Umsatz erwirtschaftet, was komplett verrückt ist zum Beispiel. Und gleichzeitig aber eben auch darauf zurückzuführen ist vielleicht, dass dort halt wirklich gezielt immer nur ganz speziell Mitarbeiter ausgewählt werden. Und da gibt es ja ein paar Meinungen eben. Ich habe mal einen tollen Podcast gehört, habe ihn leider nie wieder gefunden nachher, wo es eben genau darum geht, nur den Besten zu nehmen und dann stellt er das so ein paar Mal in den Raum. Naja, wenn ich jetzt den und den habe, wen nehme ich dann? Und dann war immer irgendwie so der Witz, ja, nur den Besten. Nur den Besten, es geht anders nicht. Du kannst auf Dauer nicht in dein Unternehmen zu investieren. Und die gehen immer zu Lasten des Teams, das geht immer zu Lasten der Gesamtperformance und zahlt einfach runter, um es so vielleicht zusammenzufassen.